You like the fight game, Phelps? I did a little boxing in the Marines. I found it a pretty humbling experience. Fix you a sandwich, buddy. Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. It's strictly a mug's game. You'll like this fight, though. A plucky limey's about to take a beating from an up-and-coming Negro. You sound pretty sure about the result. I ought to be. I got 50 bucks on the black kid. Let's get a ringside seat. Son of a bitch Hammond made a run for his dressing room. Let's find out what's going on. God damn you, Albert! You get out here right now! Step back! LAPD! So, und hiermit erstmal ein herzliches Willkommen wieder zurück zu LA Noir. Der Kampf war irgendwie sehr cool inszeniert, muss ich zugeben. Warum die sich jetzt aufregen, weiß ich nicht. Beziehungsweise ich kann es mir denken. Wieso die sich jetzt gerade aufregen. Ich meine, der Fall heißt ein abgekartetes Spiel und die regen sich jetzt auf, weil der eine verloren hat und der andere gewonnen hat. Also, okay. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt mal in die Garderobe und gucken, was da los ist. In dem Sinne, let's go. What's going on? That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro. I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple hundred other people. Stand aside. He squeezed out the window. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this fight. So are we here because you lost money or because we're investigating a prize fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Which is Hammond's locker? Over by the pinboard, second from the end. Oh Mann, jetzt müssen wir wirklich... Oh, ist das blöd. Ist das dämlich. Och, eine Zeitung. Wieder eine Zeitung. Alienist Fontaine. Psychiater Fontaine arbeitet selbstlos und ich... Okay, wisst ihr was, das mache ich jetzt als erstes. Und danach werde ich den Spind durchsuchen. Also ich bin jetzt mal kurz wieder ruhig, wegen Zeitung und so weiter und, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann, ne? Haha! You look troubled. I'm in a jam, Doctor. Can I help, Courtney? Is it money? No, no, Doctor. That's okay. Do I have your professional confidence? Whatever you say, we'll never leave this room. I talked some of the guys in my old unit into doing something, and it's gone wrong. I guess I did it for the wrong reasons, for short-term gain. We came home from China on the Cool Ridge. The morphine robbery. That was us. I thought I could get the guys a fair share. Some sort of benefit for the sacrifices that they made in the war. Those guys deserve it, Doctor. Oh, I'm sure they do, Courtney. But the deserving aren't always rewarded. Tell me about it, Doc. We shifted our stuff onto this mob-connected guy, and it's been turning up all over town. It wasn't meant to be like this. The presumption was rather naive, Courtney. I know that now, Doctor.
But people are dying. Hmm. Might I venture a few questions? Sure. Do your underworld contacts have all the morphine? No, they don't. We doled it out, hoping we could control it. Are they pressing you for further allocation? That's the polite way of putting it, Doctor. I may be able to help you, Courtney. Thanks, Doc. It helps just to talk about it. I mean, I have a solution that will help you financially and salve your conscience. I'm all ears, Doctor. I will transact to take all the narcotic off your hands. And you can rest assured that it will all be medically administered. I will use the funds that I no longer require for the purchase of medication and invest them in housing developments. Housing? The developments in question are housing projects for former servicemen. Your return will come from the sale of the properties, and your investment will benefit those that you care for most. Does this arrangement meet with your approval? You're a magician, Doctor. Okay, zu dem Fall sage ich jetzt hier nichts. Oh Mann. So, wir haben gesagt, wir werden den Spind mal durchsuchen, nachdem ich diese Boxtafel geguckt habe auf den Boxhandschuh. Der ist bestimmt genauso wichtig wie eine Bierflasche. Not sure this means much. Ja, dachte ich mir schon. Vorletzter von der Tafel. Ja, ja, da ist er doch. Was ist das denn? There's a phone number we can run by R&I. Plus a bunch of names and odds. Ja. You're not the only one who likes a flutter, Roy. Tja, Tatsache, aber das hätte ich doch mitgenommen. Was ist denn das? Hallo? Eine Rolle kleben. Ach so, das ist Tape. Genau. So was. Das ist ja hier großartig. Großartig. Was haben wir denn noch hier? Gibt es doch bestimmt noch mehr. Ich meine, kann ja nicht nur, schade, ich habe gedacht, ich könnte das boxen. Wo ist denn das Fenster, wo der ausgestiegen ist? Ist der bei der... Ist der hier ausgestiegen oder... Komm, hau mal ab. Müsst ihr hier irgendwo? Hm. Nee. Ach, das bin ich. Ja. Ich dachte, er ist beim Fenster ausgestiegen. Ach, hier ist das Fenster ausgestiegen, gell? Ja, ja, okay, passt. Ja, der ist hier raus. Hm. Ich kann jetzt nichts erkennen, ehrlich gesagt. Dann lass uns doch mal erst nach der... nach dieser Telefonnummer fahren. I feel bad too, Mickey. He guaranteed me he would take the flop. I guarantee that you will be fish food if you don't bring me... Roy, you out of pocket too? Mickey, seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him. Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? He's a frisky one, isn't he? Cole Phelps? Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I, met his brother-in-law. I think you had the mixture pretty scared back there. Das, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber wir werden jetzt erstmal nach der Telefonnummer fahnden. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, detective? I need an address for the following phone number. AL345. The address for the phone number is... The Hotel El Mar, 6294 Leland Way, Hollywood. Thanks, ma'am. You know the place? Flophouse. Quarter a night, no questions asked. Was? Das ist ja spottbillig. Cool. Hey, Kumpel. Fix your sandwich, buddy. Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. Alter, Hammond's Hotel. Ich bin im Paradies. Ist das geil. Hier ist ja alles schapott billig.
Wir gucken erst nochmal, ob. Nee. Ich glaube, ich habe ja alles, hä? Wo ist denn die Tür? Hier neben. Da wollte ich rein. Ja, ich wusste, dass ich hier noch was vergessen habe. War klar, ich wusste, dass ich hier noch was übersehen habe. Aber was? Ach, da ist doch noch ein Boxhandschuh, gell? It would take a smarter man than me to connect that. Ja, ich auch nicht. Mach dir nichts draus. No shit. Das war's jetzt. Der Boxhandschuh. Also ich bin ja hier gerade die Dingens. Die Intuition am drücken. Und das war der Boxhandschuh. Den hätte ich ja. Oh, das ist doch zum Heulen, ist das. Wo ist denn das Exit? Ich will. Ah, Exit. Da hinten. Lockers. Müsste hier Exit sein. Ja, ja, hier ist Exit. Bestens. So, nehmen wir doch mal das Auto hier. Der sieht ja relativ in Ordnung aus. Wählen wir nochmal den Ort aus, ne? Ins Hotel Elmar. Schäbiges Hotel. Aktuelle Spur bei der Suche nach Albert Hammond. So. Ich guck gerade mal, wie weit das auf der Karte ist. Lass mal gucken. Es ist gar nicht so weit. Gut, aber ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Schnitt. Ist ja klar, ne? Also, wir sehen uns dann später wieder und dann durchsuchen wir mal diese Absteige und vielleicht finden wir ja dann irgendjemanden oder irgendwas. Schauen wir mal. Irgendwie finden wir schon weiter. Also, im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dann, haut rein.